Und da, um so gut dann irgendwann mal zu werden, dass die Leute, die Leserinnen einen umringen und sagen, bitte gib mir ein Autogramm. Dafür muss man natürlich auch was tun und nicht nur einfach sagen, jetzt schreibe ich, sondern sich auch immer im Schreiben fortbilden. Das wirst du wissen, Jurenka, mit deiner Schreibschule, weil man fängt an und dann entwickelt man sich. Das ist so wie so ein Tischler, ja, der kann auch, ein Lehrling, der weiß vorher auch nicht, wie er den Boden verlegen soll mit irgendwelchen Holz, wie heißen die nochmal? Ja, oder wie man eine Intarsie macht oder wie man einen guten Schreibtisch baut und so. Er wird immer besser mit der Zeit. Und so ist es ja auch oft bei den Autoren und Autoren.